Ja, ich darf mich der Begrüßung anschließen. Einen herzlichen guten Abend für die heutige Frink-Vorlesung zum Thema Polymere. Ich kann mich erinnern, als ich selbst damals nach Göttingen kam, Sie haben in meinem Lebenslauf gehört, etwa 2003 hat dann Herr Buback, wie gesagt, mein anleitender Mentor während meiner Habilitation, mich gebeten, ihn für seine damalige Ringvorlesung zum Thema Polymere zu unterstützen. Das ist jetzt mittlerweile 18 Jahre her. Das heißt, wir haben schon sehr lange hier an der Universität nichts zu Polymeren gehört. Und ich freue mich jetzt, als neuer Professor für makromolekulare Chemie wieder eine Ringvorlesung zu dem Thema zu halten. Es hat sich natürlich sehr viel getan und vor allem der Nachhaltigkeitsaspekt bewegt uns jetzt zunehmend. Und unter diesem Gesichtspunkt möchte ich auch heute diese Vorlesung halten. Wie schon gesagt wurde, Polymere umgeben uns eigentlich überall. Ich werde Sie so ein bisschen durchleiten, wo man Polymere eigentlich findet. Kunststoffe, wie man sagt, oder auch Plastik. Für viele natürlich ein bisschen abschreckend und wir werden im Laufe des heutigen Abends auch kennenlernen, warum und was wir irgendwie dagegen machen können. Aber ich versuche Ihnen auch die Polymere näher zu bringen als eine Materialklasse oder als ein Stoff, der uns natürlich auch das Leben erleichtert und uns hilft. Ja, wir haben Polymere praktisch überall. Wenn Sie sich nur umgucken, Sie werden praktisch keinen Ort in Ihrer Umgebung finden, wo Sie keine Polymere irgendwie finden, sei das jetzt die Beschichtung der Lack am Boden oder das Handy, das Sie in der Hand halten. Selbst wenn Sie jetzt eine Brille aufhaben, besteht die aus Polymeren. Überall, wenn Sie durchgucken, sehen Sie natürlich schon durch das Brillenglas alles durch eine Polymerbrille. Also es gibt sehr, sehr viele Kunststoffe, die uns umgeben. Wir haben natürlich den ganz großen Bereich der Verpackung. Das wird uns dann zu dem großen Bereich der Nachhaltigkeit führen. Sehr, sehr viele Lebensmittel oder sonstige Stoffe, Güter, die uns umgeben, werden verpackt, sehr oft einmal verpackt. Das hat auch mit unserem Lebensstil zu tun, da werden wir noch dazu zu sprechen kommen. Also eine sehr große Menge an Kunststoff sind eigentlich relativ, sagen wir mal, einfach vom Gebrauch oder auch von der Herstellung, aber in sehr großen Mengen hergestellt. Und wenn wir zunehmend komplexer werden oder mit größerer Funktionalität uns die Materialien anschauen, dann sehen wir zum Beispiel den ganzen Bereich der Automobilindustrie. Reifen sind natürlich Kunststoffe. Wir haben Kunststoffe bei allen Arten von Beschichtungen, Farben für die Druckindustrie, Lacke für die Oberflächenbeschichtung von Autos, von alten Gebäuden, von neuen Gebäuden, von allen Arten von Oberflächenveredelungen. Das sind im Wesentlichen alles Kunststoffe, die wir eigentlich uns nicht mehr wegdenken können. Kunststoffe finden Verwendung als textile Fasern, sei es jetzt um spezielle funktionelle Kleidung oder auch einfache Kleidung herzustellen, also ein sehr großer Anteil an Kunststoffen, die produziert werden, sind Faserbildner, also das sind gegen die Millionen von Tonnen jährlich, die hier an Fasern hergestellt werden. Wir kommen nach und nach zu Gebieten, wo man weniger dran denkt, dass es eigentlich Kunststoffe sind, zum Beispiel, Sie kennen wahrscheinlich von früher, Bilder, wenn das Empire State Building gebaut wurde, wurden all diese Stahlträger vernietet mit Stahlnieten. Also früher hat man alles geschweißt oder mit Stahlnieten verbunden. Heutzutage wird eigentlich am Bau und bei der Herstellung von Maschinen oder von komplexen Gebilden wird alles geklebt. Also man geht vom Schweißen weg und Materialien werden miteinander verbunden durch Verklebung. Die Kleber sind selbst wieder Kunststoffe, sind mittlerweile so leistungsfähig, dass sie das Verschweißen zum Beispiel von Materialien übertreffen. Das heißt, wenn immer Sie Bauteile heutzutage miteinander verbinden wollen, wird das durch Klebstoffe gemacht. Und für jeden einzelnen Typ an Material gibt es einen einzelnen Klebstoff. Also ein sehr großes Gebiet der Forschung beschäftigt sich damit, verschiedenste Typen von Materialien miteinander zu verkleben. Und wenn Sie selbst jetzt ein Handy in der Hand halten, dann haben Sie da mindestens 20 bis 30 verschiedene Klebstoffe da drinnen, die verschiedene Chips und Bauteile miteinander verkleben. Also es ist nicht einfach nur ein Tropfen Uhu, der das macht, sondern das sind alles Hightech-Klebstoffe, die verschiedenste Aufgaben erfüllen. Also wir sehen hier auch eine Ära der Verklebungen, um eben verschiedene Bauteile miteinander zu verbinden. Ein großer Anteil an Kunststoffen findet Verwendung am Bau, also wenn Sie Häuser bauen, Brücken bauen, Autobahnen, wo auch immer, Kunststoffe finden Verwendung für Isolation von Kabeln, natürlich auch bei Fenstern verschiedener Art, also Sie müssen einfach nur ein bisschen bewusst so einen halben Tag durch den Alltag gehen und überall gucken, wo Kunststoffe Sie umgeben und Sie werden überrascht sein, wie viele das sind. Und nach finden jetzt Kunststoffe auch Anwendungen in Gebieten, die früher eigentlich die Domänen von anderen Werkstoffen waren, also zum Beispiel Metall. Es gibt jetzt seit einigen Jahren die sogenannten leitfähigen Polymere. Also wir sind gewohnt, dass Kunststoffe eigentlich Isolatoren sind, nicht Kabelummantelungen, die sind ja dazu da, dass kein Strom fließt und Sie keinen elektrischen Schlag bekommen, wenn Sie das Kabel anfassen.
Aber es gibt auch eine spezielle Klasse an Polymeren, die leiten den elektrischen Strom und kann man verwenden, so wie normale metallische Leiter. Das heißt, alles, was bislang in der Elektronik mit metallischen Bauteilen gemacht wurde, kann mittlerweile mit Plastik gemacht werden. Also Kunststoffanwendung in der Elektronik führt jetzt dazu, dass sich die Eigenschaften von Polymeren, und wir sehen das hier in dem Fall, diese Flexibilität von Polymeren genutzt werden kann, um Bauteile zu schaffen, die früher starr und fest waren, wenn sie auf Basis von anorganischen Materialien wie Glas oder Metallen aufgebaut wurden. Wenn ich das auf Basis von Kunststoffen heutzutage mache, kann ich die flexibel bauen. Und nach erobern die Polymere auch Anwendungen, die bislang noch so ein bisschen Zukunftsmusik waren. Also man kann Materialien jetzt schaffen, die sich autonom bewegen. Also man schafft mit Polymeren, das hat was mit der Molekülstruktur der einzelnen Bausteine in so einem Material zu tun, kann ich jetzt mit externen Feldern, in dem Fall ist das hier zum Beispiel ein Magnetfeld, das ist diese Spule, die dieses ganze Bauteil hier umgibt, hier wird ein Magnetfeld induziert, also ich kann mit einem Magnetfeld jetzt dieses Material dazu bringen, die Form zu verändern. Das sind sogenannte Formgedächtnispolymere, auch hier durch die Struktur dieser polymeren Ketten, wie wir sie gleich kennenlernen werden, die miteinander in Wechselwirkung treten, kann ich jetzt Bewegung induzieren. Also ich kann jetzt Bauteile produzieren auf Kunststoffbasis, die aufgrund von äußerer Einwirkung, das kann jetzt ein Magnetfeld, kann aber auch Wärme sein oder Licht, sich bewegen und ihre Form verändern. Und das lassen sich natürlich sehr viele Ideen umsetzen, welche Bauteile ich zum Beispiel generieren kann, die bei Sonnenschein sich entfalten oder bei Wärme sich zusammenfalten. Also die Idee ist hier zum Beispiel auch in der Medizin, und wir kommen da ein bisschen jetzt in die Richtung von den Lebenswissenschaften, dass ich hier Bauteile zum Beispiel in ein kaputtes Herz einbringe, das sich bei der Wärme des Körpers entfaltet als Stent und dort zum Beispiel eine kaputte Arterie stützt. Oder man kann sich vorstellen, dass man Kunststofffäden im Inneren eines Körpers sich selbst zusammenziehen lässt, um dort einen Knoten einer Naht zusammenzuführen, einfach auch wieder nur durch die Wärme des Körpers induziert. Also verschiedene Anwendungen lassen sich hier überlegen, und das sind so diese Materialien, die uns nach und nach in die Zukunft der Kunststoffe bringen. Nochmal ein bisschen eine Geschichte zu den Kunststoffen in der Welt der Lebenswissenschaften, Medizin, aber natürlich auch Hygieneartikel. Also viele von uns sind natürlich darauf angewiesen, dass sie ihre Kinder mit Windeln versorgen können. Das sind natürlich Kunststoffe, die sehr viel Wasser absorbieren, sogenannte Superabsorber. Also in diesen Windeln sind Kunststoffe drin, die Wasser ansaugen, nicht mehr abgeben. Wir haben uns jetzt in den letzten 20 bis 30 Jahren daran gewöhnt. Ich glaube, keine Mutter von heute wäre froh darüber, wenn die Windel ständig auslaufen würde, wenn man sich daran gewöhnt hat, dass diese Hightech-Materialien, Kunststoff hier, das Wasser so zurückhalten, dass man sich hier nicht mehr ärgern muss. Und selbst wenn wir dann in so einen Operationssaal wie hier unten schauen, man sieht praktisch überall Polymere, nicht? Sei es jetzt die Spritze, die Schläuche, die Beutel, die Masken jetzt, wir haben es die letzten 2 bis 3 Jahren erlebt, alles, was wir jetzt an Gesundheitsschutzmaßnahmen eigentlich über uns ergeben haben lassen, ist im Wesentlichen kunststoffbasiert. Sei es jetzt die Maske, sei es ein Test, wie auch immer, alles Kunststoffe. Also wir sind tatsächlich von Kunststoffen umgeben. Ich habe Ihnen hier kurz nochmal zusammengefasst, wie so die Zusammensetzung der Menge an Kunststoffen sich darstellt. Also wir haben, wie gesagt, sehr viel Verpackung, und da kommen wir gleich dazu, dass das natürlich ein Hauptproblem ist. Hier Verwendung 22% der Kunststoffe im Bau, 12% in der Automobilindustrie, und dann wird es zunehmend weniger, Elektronik, Haushalt, Landwirtschaft. Sehr viel Folien werden auf den Feldern ausgebracht, zum Beispiel um Spargel zu bedecken oder andere Pflanzen vor Sonne und Licht und Wetter zu schützen, ist auch ein Problem, weil natürlich die Folien in der Regel nicht wieder eingebracht werden, sondern man darauf vertraut, dass sie dann in den Boden sich abbauen, aber das leider in den wenigsten Fällen auch tatsächlich passiert. In diesem Feld Sonstiges sind auch diese ganzen Zukunftsmaterialien drin, wo wir uns natürlich erwarten, dass uns die unsere Leben verbessern und die Lebensqualität erhöhen, und wir versuchen natürlich nach und nach die Probleme besser in den Griff zu bekommen. Da komme ich dann noch dazu. So ein bisschen in die Chemie von Kunststoffen. Was ist ein Kunststoff? Ein Kunststoff ist ein Makromolekül. Also ein Makromolekül heißt griechisch einfach groß, ein großes Molekül. Das sind sehr, sehr lange kettenförmige Moleküle. Die werden chemisch in der Regel synthetisch hergestellt. Es gibt auch biologische Polymere, wie zum Beispiel Zellulose oder Protein, aus dem wir selbst aufgebaut sind. Also die Materialien, aus denen das Leben besteht, sind auch Makromoleküle, aber natürlichen Ursprungs.
Wenn wir synthetisch solche Makromoleküle herstellen, dann nennt man die Kunststoffe. Die werden bei der Synthese einfach als irgendwie Art von Granulat produziert und werden dann durch eine Verarbeitung zu einem Material umgesetzt. Das ist übrigens ein Bild, das schon vor 20 Jahren, lieber Michael, glaube ich, wir haben das damals ausgesucht für deine Ringvorlesung vor 18 oder 20 Jahren, der berühmte Windsurfer, der sehr viel von diesen Materialien hier als Neoprenanzug, als Kite, als Surfbrett verwendet. Also verschiedene Materialien können dann Verwendung finden. Die Verarbeitung spielt eine wichtige Rolle, aber das ist ein anderes Thema. Die Vorteile sind natürlich von Kunststoffen klar, wenn man sich es bewusst macht. Kunststoffe sind sehr leicht, sie sind verformbar, wenn ich es vergleiche mit Metallen oder biologischem Material. Sie sind sehr beständig, ein Vorteil in der Verwendung, ein Nachteil, wenn ich sie nicht mehr verwende. Wenn ich sie loswerden möchte, ist die Beständigkeit natürlich ein Fluch. Sie sind elastisch, dennoch fest, haben eine hohe Stabilität und sind eigentlich noch immer relativ billig. Die Dimensionen dieser synthetischen Makromoleküle sind schon richtig groß in der Welt der Chemie. Also alle, die sich mit Chemie beschäftigen und im Geiste immer nur kleine Moleküle vor sich sehen, die kann man schon überzeugen davon, dass ein Makromolekül so typischerweise, wie wir es von einer Polyethylenkette uns vorstellen können, dass das sehr, sehr große Moleküle sind. Wir haben hier Molmassen von bis zu 1 Million Gramm pro Mol. Also für die, die Chemiker sind, das ist ein sehr großes Molekül. Und wenn ich so eine Polyethylenkette, wie ich sie hier typischerweise vorfinde, mit bis zu mehreren 30.000 Kettengliedern, die synthetisch hintereinander aufgereiht hier sind, und ich strecke dieses Molekül, dann ist das bis zu 10 Mikrometer lang. Also ein Molekül, das die 10 Mikrometer, das ist hier dieser schwarze Balken, das ist ein menschliches Haar hier, das ist eine Spinnenseide. Also wir sehen, das sind schon Dimensionen, die in die makroskopische Welt reichen. Wenn ich das in Wirklichkeit ganz strecken würde, was natürlich schwierig ist und nicht passiert. Und woher kommen jetzt diese faszinierenden Eigenschaften der Polymere? Im Wesentlichen kann man sich das vorstellen wie so ein Spaghettihaufen. Makromoleküle sind fadenförmige Moleküle und wenn ich einen Spaghettihaufen vor mir liegen habe und ich greife da hinein, dann ist das im Wesentlichen die Eigenschaften von Polymeren. Die hängen aneinander, wenn ich so an den Spaghettihaufen hochziehe, dann hängen ganz viele Nudeln dran, der innere Zusammenhalt ist gegeben, der Haufen ist elastisch, ich kann da so ein bisschen draufdrücken, das federt. Also im Wesentlichen ist das sich vorzustellen wie so ein Spaghettihaufen. Und dann kann ich auch sehr viele dieser Eigenschaften von Polymeren auch mir aus diesem einfachen Bild ableiten. Hohlräume sind zwischen den Spaghettihaufen, da in dem Fall gebe ich nicht Parmesan hinein, sondern Additive, Farbstoffe, irgendwelche anderen Additive, die die Eigenschaften des Polymeren noch verbessern. Die natürlich auch am Ende des Lebenszyklus wieder in die Umwelt entlassen werden können. Das heißt, da muss man entsprechend sorgsam umgehen, welche Stoffe man da einbringt in die Polymere, um da entsprechend sorgsam zu sein, dass die nicht zu stark in die Umwelt wieder entlassen werden. Ich möchte jetzt nach und nach so ein bisschen in die aktuelle Forschung kommen, was jetzt heutzutage in der Welt der Polymerforschung so gemacht wird, also wie das mit dieser einfachen Welt der Kunststoffe, die wir so täglich sehen, in Verbindung gebracht werden kann. Und da habe ich Ihnen ein Beispiel mitgebracht aus der Welt der sogenannten Nanomedizin. Also heutzutage versucht man immer mehr natürlich, wenn man neue Medikamente produziert, die Medikamente wirklich am Ort des Geschehens wirken zu lassen. Ich hoffe es niemanden, wenn es einer erlebt hat, eine natürlich Krebstherapie, eine sogenannte Chemotherapie, fühlt sich deswegen so schlecht an, weil hier die Chemikalien, die Wirkstoffe, die in den Körper entlassen werden, den ganzen Körper betreffen. Also man macht hier Tabula rasa, der Wirkstoff wird im ganzen Körper entladen, soll natürlich zum Beispiel den Tumor, die Krankheit bekämpfen, aber es lässt sich nicht ausschließen, dass gesundes Gewebe genauso betroffen ist und da ist man entsprechend dann natürlich sehr mitgenommen. Jetzt ist natürlich die Idee, dass man die Wirkstoffe nur dort entlädt, wo auch die Krankheit sitzt, wo zum Beispiel der Tumor ist. Das heißt, sehr viele Aspekte dieser Nanomedizin spielen jetzt da rein, dass man sagt, man packt dieses Medikament ein in eine Polymerhülle, die wird hergestellt durch das konsequente chemische Zusammenführen dieser Makromoleküle zu so einer Nanokugel, die innen hohl ist. Also ich gehe auf die Chemie hier natürlich nicht ein, keine Angst. Es entstehen hohle Polymerkügelchen, die ich mit einem Wirkstoff beladen kann. Und wenn ich jetzt die Hülle so baue, dass sie zum Beispiel am Ort des Geschehens, dort wo der Tumor sitzt, sich selektiv auflöst, das kann sein, dass der Tumor eine etwas andere Temperatur hat, der Tumor hat etwas andere pH-Wert in seiner Umgebung. Das heißt, durch diese chemischen Reize kann ich die Hülle so bauen, dass es sich dort auflöst.
Ja, und dann wird der Wirkstoff nur dort entladen und ich kann entsprechend mehr in den Körper als Dosis eines Medikaments entlassen, ohne dass die Nebenwirkungen zu groß sind. Das ist so das Gebiet der Nanomedizin, das ganz stark auf den Bauprinzipien der Polymere aufbaut. Ich habe Ihnen natürlich auch unsere eigene Forschung ein bisschen mitgebracht, dass Sie auch sehen, was hier in Göttingen bei uns gemacht wird. Auch mit dem Aspekt zum Beispiel der Nanomedizin, eine Arbeit, die letztes Jahr erschienen ist. Also ich habe Ihnen hier unten immer so ein bisschen als Indiz diese Publikation mitgebracht. Haben wir daran gearbeitet, dass wir dieses Prinzip der Verpackung, dass Polymere sehr gut dran sind, Sachen zu verpacken, verwendet, um sogenannte Gold-Nanostäbchen zu verpacken. Gold-Nanostäbchen heißen deswegen, das sind ganz, ganz kleine, nanometergroße Goldpartikelchen, die aufgrund ihrer speziellen Struktur in der Lage sind, Infrarotstrahlung in Wärme umzusetzen. Warum Infrarotstrahlung? Sie kennen das als Wärmestrahlung. Da würden Sie sagen, ja, das wird ja so und so schon warm, aber Infrarotstrahlung gibt es sehr viel verschiedene. Und es gibt auch in verschiedenen Wellenlängen Bereiche dieser Infrarotstrahlungen solche, die den Körper durchscheinen können, also die strahlen durch lebende Materie durch, ohne dass sie absorbiert wird. Das heißt, ich kann den ganzen Körper mit dieser Infrarotstrahlung durchleuchten, im Wesentlichen ohne, dass diese Strahlung absorbiert wird. Diese Gold-Nano-Stäbchen allerdings absorbieren jetzt diese Infrarotstrahlung und wandeln sie ganz stark in Wärme um. Das heißt, hier ist die Idee zum Beispiel, ich bringe diese Gold-Nano-Stäbchen in die Gegend oder sogar in einen Tumor, bestrahle den Körper dann durchgängig mit dieser Infrarotstrahlung, die für den Körper völlig unschädlich ist, und dort, wo diese Nanostäbchen akkumuliert werden, nämlich im Tumor, wird es ganz heiß und der Tumor verbrennt. Natürlich verbrennt er nicht wirklich, aber lebendes Gewebe stirbt schon bei 42, 43 Grad ab. Also hier kann man durch lokale Erhöhung der Temperatur krankes Gewebe bekämpfen, ohne dass man umgebendes Gewebe stört. Das ist natürlich bei Röntgenstrahlung, wo so typischerweise mit einem Gamma-Knife gearbeitet wird, natürlich immer das Problem, dass umgebendes Gewebe auch gestört und zerstört wird. In diesem Fall haben wir diese Gold-Nanostäbchen mit so einem funktionellen Polymer eingepackt. Und dieses funktionelle Polymer hat aufgrund seiner Thermoeigenschaften jetzt die Eigenschaft, dass diese Gold-Nanostäbchen im Tumor akkumuliert werden, weil sie dort selektiv ausfallen durch die lokale andere Temperatur des Tumorgewebes. Und dann kann ich selektiv dort ansetzen und die lokale Temperatur erhöhen und damit den Tumor lokal besser bekämpfen. Das Ganze kann man auch mit magnetischen Feldern machen, also es gibt sogenannte Magnetit-Nanopartikeln, die ich auch wieder versuche, in ein krankes Gewebe einzubringen und dann durch Anlegen eines Magnetfelds von außen. Also man kann sich das vorstellen, dass man als Patient in ein Magnetfeld wie so in einer NMR-Röhre eingebracht wird und das Magnetfeld führt dazu, dass diese Nanopartikelchen aus diesem magnetischen Magnetit auch Wärme erzeugen. Das heißt, hier ist wieder die Idee, wie kann ich jetzt aber diese Magnetit-Nanopartikel in den Tumor bringen? Diese Arbeit hat sich jetzt nicht damit beschäftigt, wie ich diese Magnetitpartikel dorthin bringe, sondern die hat sich damit beschäftigt, dass ich diese Effektivität dieser Wärmeentwicklung verbessere. Also Sie sehen, es gibt ganz viele Schauplätze, bis so ein Nanomedikament entwickelt werden kann. Der Nachteil dieser ganzen Nanomaterialien ist, dass sie sehr schnell zusammenbacken und agglomerieren. Also so Nanopartikeln wollen immer sich mit anderen Nanopartikeln umgeben. Und wenn das der Fall ist, dann wird durch diese Nähe der einzelnen Partikeln dieser Thermoeffekt durch das magnetische Feld praktisch aufgehoben. Das heißt, man muss immer schauen, die Partikeln auf Abstand zu halten. Das machen wir wieder mit Polymeren. Also Sie sehen hier werden diese Partikeln mit so einer Polymerhülle umgeben. Das heißt, wir als Chemiker, was dahinter steckt, ist, wie kann ich Polymer produzieren, das auf diesen Nanopartikeln entsprechend angebracht ist. Und wir sehen, wir können dann diese Partikel einfach auf Abstand halten, indem wir sie mit einer Polymerhülle verpacken. Und durch dieses auf Abstand halten bleibt die Qualität dieser Thermo-, dieser Wärmeentwicklung erhalten. Das heißt, hier haben wir jetzt eine Möglichkeit, die Qualität von solchen Medikamenten zu verbessern. Verschiedene andere, das bringt uns weiter, Abstandshaltung. Wir haben hier verschiedene Selbstorganisationseffekte zum Beispiel verwendet, um so Planet-Satellit-Strukturen zu schaffen. Das sind dann solche Oberflächen, die aus solchen Planet-Satellit-Strukturen entstehen, wo Polymere, Abstandshalter genau eingebracht werden. Und diese Satelliten, die hier diese Planeten umgeben, können von einer anderen Qualität sein, also zum Beispiel kleiner oder anderes Material. Und dann entstehen zum Beispiel solche Oberflächen. Und die haben wir gemeinsam mit der Universitätsmedizin dann auch verwendet, auch um Hautzellen
Wanderung an Oberflächen zu verfolgen, aber das würde auch zu weit führen. Zuletzt vielleicht für diese einführenden Arbeiten noch, was wir gerade letzte Woche publiziert haben, solche Nanoringe herzustellen. Also man kann jetzt das gleiche Prinzip, dass man solche kleineren Partikeln um einen Planeten anbringt, wieder mit der Hilfe von Polymeren, dazu bringen, dass wenn diese landen, gleichsam wie so eine Mondfähre auf der Oberfläche landen, all diese kleineren Partikeln auf die Oberfläche gedrückt werden. Und dann kann ich mit chemischen Instrumenten noch diese Planeten in der Mitte auflösen. Und was zurückbleibt, sind diese Partikel, die ringförmig an der Oberfläche sitzen, wieder zusammengeklebt durch die Kunststoffe, die diese kleinen Partikel umgeben. Das sieht natürlich schön aus. Man fragt sich, warum macht man das? Diese Nanoringe aus Gold haben sehr interessante optische Eigenschaften, weil es gibt sogenannte Oberflächenplasmonresonanzeffekte. Das ist, wenn ein Licht auf diese Partikel trifft, werden Elektronenströme an der Oberfläche von diesen Partikeln induziert und es entsteht ein Ringstrom. Das ist wie so eine ganz Miniatur elektrische Spule. Und da werden ganz interessante optische Effekte induziert, die auch gerade erst dabei sind, erforscht zu werden, weil es bislang auch noch nicht möglich war, solche kleinen Goldringe herzustellen. Aber die ersten Experimente sind sehr vielversprechend, auch hier zum Beispiel Markermoleküle wieder für bildgebende medizinische Untersuchungen zu machen, weil auch hier wieder diese Infrarotstrahlung genutzt werden kann, die den Körper als Ganzes durchleuchtet, die aber von diesen Goldringen dann absorbiert wird. Und dann kann ich entsprechend wieder verschiedene Orte im Körper selektiv sichtbar machen. Gut, wenn wir so weit gekommen sind, das ist ja garantiert alles sehr beeindruckend, also ich finde es sehr spannend, kann man natürlich sagen, wow, die Welt der Polymere, da ist alles gut, ist alles super. Das sind die Glücksbringer schlechthin und das sieht man natürlich auch in der Produktion der Kunststoffe. Jährlich werden da bis zu 350 Millionen Tonnen Kunststoffe weltweit produziert. Also da spiegelt natürlich das wider, was ich gesagt habe. Sie umgeben uns allenthalben. Je reicher ein Land oder eine Person ist, desto mehr Kunststoffe verwendet sie. Und das spiegelt sich auch in dieser Fülle an Kunststoffen wider, die hier produziert werden. Die gesamte Menge, die jährlich an Kunststoffen produziert wird, wenn ich die auswalze und ganz Deutschland damit bedecke, ja, gibt es eine Folie von 0,8 mm Dicke, also ich kann ganz Deutschland im Wesentlichen mit einer relativ dicken Kunststofffolie einpacken. Und die Gesamtproduktion der Kunststoffe, seitdem es Kunststoffe gibt, sind 8,3 Milliarden Tonnen an Kunststoffen, die bislang produziert wurden, seit 1950 etwa. Wenn wir davon ausgehen, dass ein Kunststoff eine Dichte etwa von 1 hat, wie Wasser, dann wäre eine Milliarde Tonnen ein Kubikkilometer, Sie sehen, das ist hier das bayerische Vorland, und hier so ein Kubikkilometer hineingezeichnet. Also 8 solche Würfeln hat die Menschheit bislang an Kunststoffen produziert. Klingt einerseits sehr viel, auf der anderen Seite 8 zu würfeln hier im bayerischen Vorland, denkt man sich, ja, wenn das jeder verwendet, ist auch gar nicht so viel. Man muss sich das so ein bisschen in Relation setzen. Wenn man daran denkt, dass 6% des gesamten Erdölbedarfs, das gefördert wurde und wird, in Kunststoffe umgewandelt wurde, dann ist das wieder eine ganze Menge. Also sehr viel wird natürlich verbrannt in Motoren für Fortbewegung und 6% wurde in Kunststoffe umgebaut. Also 8 Milliarden Tonnen. Und der Lebensstandard ist direkt korreliert mit der Verwendung dieser Kunststoffe. Wir sehen hier nördliche Halbkugel, das ist der Pro-Kopf-Verbrauch, also etwa in Europa 136 Kilogramm pro Kopf, das war im Jahr 2010. Der Verbrauch an Kunststoffen, also jeder von uns verbraucht pro Jahr mittlerweile etwa 150 bis 200 Kilogramm an Kunststoff. Egal, ob er das jetzt will oder nicht, das passiert einfach durch die Lebensumwelt. Südliche Halbkugel, ärmere Länder natürlich viel weniger. Also das ist ein direkter Spiegel der Lebensqualität. Wir haben hier eine direkte Korrelation. Wir leben auch tatsächlich in einem Zeitalter der Kunststoffe. Die Verwendung von Kunststoffen hat die Verwendung von Stahl etwa 1990 überholt. Also wir sehen, es wird mittlerweile weltweit wesentlich mehr Kunststoff produziert als Stahl. Also das Zeitalter des Stahls ist vergessen, wir sind jetzt im Zeitalter der Kunststoffe. Und trotzdem, wir in einem Zeitalter der Kunststoffe eigentlich leben, hat Kunststoff auf jeden Fall ein Imageproblem. Also wenn Sie selbst als Stichprobe hier eine Umfrage machen müssten, das ist hier eine Umfrage, die das Fraunhofer-Institut gemacht hat, wo verschiedene Materialien nach ihrer Güte, Wertigkeit, Qualität, Sympathie gewichtet wurden. Dann sehen wir ganz vorne das Holz, also man umgibt sich gerne mit Holz und man glaubt oder sagt, das ist ein sehr guter Werkstoff, ist es natürlich auch.
Kunststoffe ganz hinten. Auf der anderen Seite die Häufigkeit der Verwendung, wie viele dieser Materialien in unserer Umwelt tagtäglich Verwendung finden, sehen wir, dass die Kunststoffe am häufigsten verwendet werden. Also das ist das Material mit dem schlechtesten Image, aber das mit der größten Häufigkeit. Also es stellt sich jetzt die Frage, woher kommt das? Ein entscheidender Punkt ist natürlich, dass Kunststoffe unsere Umwelt verschmutzen, weil sie eben sehr beständig sind. Kunststoffe als in gewisser Weise fremdartig wahrgenommen werden. Sie sind künstlich hergestellt. Also wenn ich jetzt durch den Wald laufe und ich sehe dort einen alten, vermoderten Holzstuhl, dann wäre ich nicht so entrüstet, als wenn dort ein Plastikstuhl liegen würde. Einfach weil es fremder ist. Ein natürliches Material ist einem als Lebewesen natürlich näher. Und darum empfindet man natürlich die Verschmutzung der Welt durch Kunststoffe ungleich schwerwiegender als wie durch andere Stoffe. Unbestritten ist, dass sehr, sehr viel Kunststoffe seit den letzten 70 Jahren natürlich schon in die Umwelt verbracht wurden. Also die Verschmutzung ist erheblich. Es gibt ja im Nordpazifik ein riesiges Gebiet, das ist dreimal so groß wie Deutschland, wo Kunststoffe sich in den Meeren sammelt. Es ist auch fraglich, wie man die je wieder loswerden kann, weil das alles Kunststoffe, die natürlich hergestellt wurden, auf Jahre hinaus beständig zu sein. Da man Kunststoffe eigentlich jetzt erst seit 100 Jahren kennt, also 1920 war so das Gründungsjahr der Kunststoffe, weiß man noch gar nicht, wie lange es dauert, bis so ein richtiger synthetischer Kunststoff braucht, bis er sich wirklich abgebaut hat. Das sind Schätzungen. So nach 100 Jahren hat sich nicht besonders viel getan. Es kann auch sein, dass das jetzt 500 Jahre oder 1000 Jahre dauert, das weiß man nicht. Da kann man schlecht in die Zukunft sehen. Tatsache ist natürlich, dass immer noch sehr, sehr viel von den Kunststoffen in die Meere getragen werden. Das passiert einerseits dadurch, dass es eben keine irgendwie gearteten Wiederverwendungsmöglichkeiten in verschiedenen unterentwickelten Ländern gibt. Also ich habe Ihnen hier mitgebracht, ich weiß nicht, ob Sie es gut lesen können, ich kann es Ihnen aber vorlesen, dass etwa 350.000 Tonnen Kunststoffabfälle jährlich durch den Yangtze ins Meer geschwemmt werden. Also hier ist der Ganges noch immer mit 100.000 Tonnen pro Jahr. Das alles ist in die verschmutzenden Top 10 der Flüsse weltweit. Also wir sehen hier, dass hier hauptsächlich Flüsse in Südostasien und China sind. Also das sind alles Flüsse. Wir haben hier auch einen afrikanischen Fluss, glaube ich, der Cross River, der ist in Kenia. Also hauptsächlich Asien. Dort leben sehr viele Menschen. Und dort ist natürlich auch die Wiederverwendung von Kunststoffen praktisch nicht gegeben. Das heißt, alles wird weggeworfen, alles wird ins Meer geschwemmt. Wir haben 2,4 Millionen Tonnen Plastikabfälle pro Jahr ins Meer. Wenn wir jetzt sehen, dass 350 Millionen Tonnen jährlich hergestellt werden, dann ist das noch immer in der Prozentgegend. Also es ist nicht so, dass jeder Kunststoff, der produziert wird, irgendwann weggeworfen wird. Aber da es so viel an Kunststoff ist, ist auch nur ein Promille unendlich viel natürlich für die Weltmeere. Und was dort passiert, ist natürlich nicht schön. Nicht nur, dass diese Kunststoffe sich nicht auflösen, sie können natürlich auch die marine Fauna und Flora beschädigen, additiver giftige Stoffe für die Umwelt abgeben. Also das ist nicht schön. Wir dürfen aber nicht mit dem Finger auf andere zeigen. Ich habe Ihnen hier eine Karte mitgebracht, wo wir den Plastikmüll in Europa uns anschauen, pro Kopf. Also Deutschland, hier mit Österreich und Italien, ist so ein bisschen, sind die stärksten pro Kopf Müll Produzenten Europas. Also es ist jetzt nicht so, dass das grüne Deutschland jetzt hier Vorreiter für die Welt ist, sondern im Gegenteil, wir müssen uns selbst noch an der Nase nehmen. Also wir sehen hier, in tatsächlich Mitteleuropa wird sehr, sehr viel Plastikmüll produziert. Hier gibt es einen Ausreißer in Irland und hier noch Estland, aber im Wesentlichen sind die drei Länder hier in der Mitte von Europas die Führer an der Müllproduktionskette. Die ganzen Kunststoffe, die bislang produziert wurden, das waren jetzt ungefähr diese 8,5 Milliarden Tonnen Kunststoffe, die produziert werden. Was ist mit denen in den letzten 50 bis 70 Jahren passiert? Also wir sehen hier, die Menge ist irgendwann mal weggeworfen worden. Also 4 Milliarden Tonnen, etwa die Hälfte, wurde irgendwann mal weggeworfen. 2,5 Milliarden Tonnen sind noch immer in Gebrauch. Also es ist nicht so, dass jeder Kunststoff die Einwegtüte ist, die zwei Minuten später wieder weggeworfen wird, sondern viele Kunststoffe werden natürlich im Bau verwendet oder sind noch immer in Verwendung. Also wir haben eine ganz große Menge an Polymeren, die noch immer in Verwendung sind. Wir haben 700 Millionen Tonnen, die verbrannt wurden. 500 Millionen Tonnen wurden recycelt. Das ist eigentlich sehr enttäuschend. Also wir sehen, ein verschwindend geringer Prozentsatz an den Kunststoffen wird wiederverwendet.
Wir sammeln tagtäglich im gelben Sack bei uns die Kunststoffe in der Hoffnung, dass das eigentlich wiederverwendet wird, aber ist es nicht. Das Problem ist, dass diese Wiederverwendung von Kunststoffen sehr komplex ist und es eigentlich noch kein politisches und auch kein wissenschaftliches System gibt, die verschiedenen Kunststoffe vernünftig voneinander zu trennen. Da gibt es Vorschläge von der Wissenschaft, die zum Beispiel mit ultravioletten Labels zum Beispiel zu markieren oder sogar Chips aufzubringen. Sie kennen die Chips von Ihrer normalen EC-Karte, das kostet heutzutage nichts mehr. Also man könnte einfach so einen Chip auf ein Polymer aufbringen, dass in einer Sortieranlage dann verschiedene Kunststoffe voneinander getrennt werden können. Das passiert bislang noch nicht. Kunststoffe werden alles in eine Kunststofftonne geworfen, dann hat man dort 20 bis 30 verschiedene Kunststoffe vorliegen. Es gibt keine Sortieranlage der Welt, die die vernünftig voneinander trennen können. Was bleibt, ist diesen Kunststoff dann entweder zu verbrennen, zu verkaufen nach Südostasien. Es wird noch immer unendlich viel Plastikmüll nach Südostasien exportiert, auch aus Deutschland, oder es zu deponieren. Aber die Wiederverwendung ist, wie gesagt, sehr gering. Hier nochmal für Deutschland. Sie brauchen sich diese Zahlen nicht anschauen. Also die Dicke dieses Hauses gibt so die Größe der Produktionsmenge wieder. Also das wird alles an Polymeren produziert. Sie sehen, hier wird es exportiert, hier wird was verbrannt, also nachdem es verbraucht wird, und hier nur 11,9% werden recycelt oder überhaupt wiederverwendet. Also praktisch nur 10%, jeder zehnte Kunststoff wird wiederverwendet, der Rest wird irgendwie deponiert, verbrannt, weil man es einfach nicht trennen kann. Also ich finde, wir leben da eine gewisse Lebenslüge auch in Deutschland, weil wir glauben, dass wir sehr gut sind im Verwenden, Wiederverwenden von Kunststoffen oder im Recycling, das ist aber nicht der Fall. Einfach weil auch die technischen Gegebenheiten nicht umgesetzt wurden, das auch zu ermöglichen. Also wir sehen ein großes Problem bei den Kunststoffen, um auch diese zukünftige Umweltverschmutzung zu verhindern. Wir können nicht über Nacht abschalten, dass wir keine Kunststoffe mehr verwenden. Ich habe Ihnen so viele Bereiche gezeigt, ich glaube nicht, dass wir auf die alle verzichten können und wollen. Das heißt, wir müssen weiter mit Kunststoffen leben und wollen das. Wie können wir das alles verbessern, um hier die Nachhaltigkeit entsprechend zu befördern? Also einerseits natürlich diese Wiederverwertung zu verbessern. Da muss natürlich sehr viel auch politisch gemacht werden, um entsprechende Wege zu finden, diese Wiederverwertung zu verbessern. Es gibt dann andere Aspekte bei Kunststoffen, dass ich auch ressourcenschonender arbeite. Also die Nachhaltigkeit bei einem Kunststoff kann ich auch dadurch verbessern, dass ich einen Kunststoff aus biologischen, nachwachsenden Rohstoffen produziert. Die meisten Kunststoffe dieser 8 Milliarden Tonnen bislang ist aus Erdöl produziert worden. Das heißt, das ist einmal abgebaut und ist weg. Wir suchen natürlich Ressourcen, die nachwachsen, um auch künftige Generationen mit Kunststoffen versorgen zu können. Und dann wird man nach und nach auf natürlich nachwachsende Rohstoffe zurückgreifen müssen. Das ist in diesem Kreuz der Polymere, die es gibt, hier dargestellt. Wichtig ist aber, dass Sie vielleicht heute mitnehmen, Polymere aus nachwachsenden Rohstoffen hat nichts damit zu tun, ob das auch biologisch abbaubar ist. Also es gibt Kunststoffe, die aus biologischen Ressourcen aufgebaut werden, die aber genau die gleiche Langlebigkeit haben wie die bisherigen Polymere. Also es gibt zum Beispiel das Green Polyethylene, das wird aus Zuckerrohr hergestellt, also wird der Grundbaustein aus Zuckerrohr hergestellt, aber das Polyethylen am Ende der Produktionskette verhält sich genauso wie das aus Erdöl, wird genauso nicht abgebaut. Also das kann ich im Wesentlichen nicht auch als Green verkaufen, weil es die gleichen Eigenschaften wie ein synthetisches Material hat. Das heißt, um Kunststoffe biologisch abbaubar zu machen, damit sie nicht zu lange in der Umwelt verbleiben, muss ich andere chemische Tricks anwenden. Da reicht es nicht nur, dass ich Ressourcen aus der Natur verwende, sondern ich muss auch gleichzeitig die entsprechenden Aufbaumechanismen bei der Herstellung dieser Kunststoffe so machen, dass man sie hinterher wieder abbauen kann. Das heißt, in diesem Kreuz der Kunststoffe, wir sehen hier nicht biologisch abbaubar, gibt es auch welche, die aus nachwachsenden Rohstoffen sind. Das heißt, die sind auch nicht so toll, sondern wo wir uns hin entwickeln müssen, ist, dass wir Polymere aus nachwachsenden Rohstoffen bauen, die trotzdem biologisch oder auch biologisch abbaubar sind, um hier einen Schritt vorwärts zu machen. Nachwachsende Ressourcen gibt es einige, die schon teilweise marktfähig sind und die nach und nach erforscht werden und Erdöl als Basis für unsere Kunststoffe ersetzen soll. Also es gibt hier im Wesentlichen, wir haben kurz vorhin darüber gesprochen, die Möglichkeit CO2 in Polymere einzubauen. Also da kann direkt zum Beispiel ein CO2 aus einem Produktionsschritt bei der Herstellung dieser Kettenglieder für das Polymer, fällt manchmal CO2 als Nebenprodukt ab. Das wird dann nicht in die Umwelt entlassen, dann hat man wieder das Problem mit den Treibhausgasen, sondern wird gleich verwendet, wieder in den Kunststoff eingebaut zu werden. Das heißt, CO2 kann als Kettenglied verwendet werden
und findet sich dann hinterher in dem Polymer wieder. Hat natürlich auch wieder der Gesamtfootprint von diesem Material, muss nicht unbedingt besser sein, aber auf jeden Fall hat man es geschafft, hier CO2 zu binden. Das heißt, auf einer Baustelle, nämlich bei unserer Klimaaktivität, hat man hier was Positives bewirkt. Man kann Monomere, Kettenglieder für die Polymere aus zum Beispiel Stoffen von Bäumen, Terpene, das sind wesentlich die Geruchstoffe der Bäume, kann man verwenden, um daraus Monomere zu bauen, die lassen sich zu Polymeren umbauen. Das Ganze gelingt aus pflanzlichen Ölen ganz gut, also man kann pflanzliche Öle polymerisieren oder natürlich alle Arten von Kohlenhydrate, also Zellulose, Stärke, das sind schon natürliche Polymere, die lassen sich gut umbauen, um neue biologisch abbaubare Kunststoffe herzustellen. Hier jetzt wieder ein Beispiel aus unserer Arbeit, das war im Wesentlichen Arbeit von Professor Zank von den Forstwissenschaften, mit dem wir gemeinsam an diesem Projekt gearbeitet haben und der, wie schon der Name sagt, aus den Forstwissenschaften beschäftigt sich hauptsächlich mit Zellulose. Und hier ist Zellulose mit einer einfachen Reaktion mit Zimtsäure, das ist auch ein Material aus der Natur, wird umgesetzt. Es entsteht ein neuartiges Polymer, das anders sich verhält als die eigentliche Zellulose aus den Pflanzen, aus den Bäumen. Und dieser Kunststoff, wo diese Zimtsäure mit der Zellulose umgesetzt wird, ist ein sogenannter ein wasserverträglicher Kunststoff. Wenn ich den mit Wasser in Verbindung bringe, wird er flexibel, biegbar. Ich kann ihn dann in eine bestimmte Form bringen und wenn er austrocknet, behält er diese Form. Also ich kann jetzt hier anders wie bei den typischen Polymeren, die ich erhitzen muss, um die Form einzunehmen, die ich mir wünsche, kann ich hier das Polymer befeuchten, kann es in die Form bringen und hinterher durch das Trocknen behält es dann diese Form. Diese Kunststoffe sind biologisch abbaubar und aus einer natürlichen Ressource gewonnen. Also das ist im Wesentlichen die Schlaglinie, die man jetzt in Zukunft versucht weiter auszubauen, um in diesem Kreuz, das ich Ihnen gezeigt habe, die richtige Richtung einzuschlagen. Ich kann natürlich noch, wenn ich die Nachhaltigkeit von Polymeren mir anschaue, vor dem Hintergrund, dass ich sage, ich kann jetzt nicht über Nacht Kunststoffe abschaffen. Das heißt, die Kunststoffe, die wir haben, und wir werden es auch nicht schaffen, über Nacht zum Beispiel Verpackungsfolien von Lebensmitteln abzuschaffen, weil wir müssen die Welt ernähren. Und wie kann ich von A nach B ein Lebensmittel bringen, ohne es zu verpacken? Es würde am halben Weg natürlich verrotten. Das würde natürlich zu Hungersnöten etc. führen. Also Kunststoffe als Verpackung sind auch lebensnotwendig für die Menschheit. Wie kann ich sie verbessern? Wenn ich sie verbessere, reduziere ich auch den Abfall. Wenn ich die Folie zum Beispiel, eine Verpackungsfolie, nur halb so dünn mache, wird die Menge des Kunststoffs, den ich verbrauche, halbiert. Das heißt, ich würde von 300 Millionen Tonnen schon auf 150 Millionen Tonnen zurückfahren können. Ich kann nur die Hälfte verwenden, um das gleiche Resultat zu erzielen. Also insofern ist auch das eine wirksame Möglichkeit, die Umwelt zu schützen, indem man die Polymere leistungsfähiger macht. Und hier wieder eine Arbeit aus unserer Gruppe. Hier haben wir so kleine Nanoplättchen, das sind im Wesentlichen so Tonplättchen, wie man sie von normalen Tonschiefermaterialien kennt. Die kann man jetzt durch entsprechend chemische Reaktionen vereinzeln, also bekommt Nanometer kleine Plättchen. Die werden wieder mit Kunststoffen eingepackt. Warum? Damit sie mit der Kunststoffumgebung verträglich sind, aus der ich dann die Folie mache. Wozu ich das mache, erzähle ich Ihnen gleich. Ich möchte also diese Nanoplättchen in meine Kunststofffolie einbringen. Wenn ich die nicht einpacke, würde das nicht gelingen, weil die einfach mit dem Polymer nicht verträglich sind. Wenn ich die zunächst molekular in diesen Kunststoff einpacke, kann ich die in diese Polymerfolie einbringen. Und was passiert? Wir haben dann hier so einen Querschnitt in dieser Folie. Sie sehen hier, diese Plättchen lagern sich dann entlang dieser Folie so an. Und das reduziert jetzt die Gasdurchlässigkeit. Zum Beispiel ein wichtiger Aspekt beim Verpacken von Lebensmitteln, dass kein Sauerstoff durchgeht, keine Feuchtigkeit durchgeht. Also wir wollen die Gasdurchlässigkeit von solchen Folien reduzieren. Wenn das nicht gelingt mit dem Kunststoff und er ist noch immer durchlässig, macht man doppelt so dick heutzutage. Wenn ich ihn allerdings jetzt mit diesen Plättchen beschichte, dann kann ich die Gasdurchlässigkeit auch reduzieren. Wir sehen, weil einfach die Weglänge der Gasmoleküle verlängert wird, weil die zurückgehalten werden durch diese Plättchen. Das heißt, ein Gasmolekül muss ganz lange da durchwandern. Das bedeutet, es braucht länger. Die Gasdurchlässigkeit wird reduziert.
Das sind dann solche Messungen, wo man das auch sieht. Also das ist hier das ursprüngliche Material und wenn wir dann diese Blättchen in einer hauchdünnen Mikrometerschicht aufbringen, wird die Gasdurchlässigkeit entsprechend reduziert. Das heißt, wir machen jetzt eine Verpackungsfolie leistungsfähiger und können sie bei dünnerer Dicke verwenden und sparen dadurch Material. Also auch auf solchem Weg kann man versuchen, das Problem besser in den Griff zu bekommen. Andere Aspekte, wie ich jetzt Polymere besser mache, um sie leistungsfähiger zu machen und weniger Material verwenden muss, um das gleiche Ergebnis zu erzielen, ist auch die sogenannte Bionik oder Biomimetik, dass ich versuche, von der Natur zu lernen. Wie macht die Natur ein Material besonders leistungsfähig? Da kann man natürlich genau hinschauen mit verschiedenen anderen physikalischen und chemischen Methoden, warum zum Beispiel ein Protein so besonders zäh und leistungsfähig ist. Wir haben uns da das Muskelprotein Titin angesehen. Also das ist das Material, das sie sich bewegen lässt. Das ist das Protein, das den Muskel bewegt. Das ist natürlich ein elastisches Material, das sehr zäh ist, das reißt zum Glück nicht oft, ist ein Material, das auf und zu geht, also ein reversibel sich entfaltendes Material und diese Entfaltungsmechanismen sind auf molekularer Ebene kodiert. Also im Wesentlichen sind das Motive, die durch Zug entfaltet werden und wenn ich loslasse, wie eine Feder wieder zurückschnappen. Und daher ist dieses Muskelprotein so entsprechend leistungsfähig. Und diese Motive kann man sich abgucken und haben wir dann durch verschiedene chemische Methoden, wo wir solche ringförmigen Strukturen in das Molekül eingebaut haben, nachgebaut, um diese Entfaltungsmechanismen entsprechend nachzuempfinden, wie das die Natur macht. Ja, und tatsächlich, was wir dann herausgefunden haben, war sehr erstaunlich. Also dieses natürliche Bauprinzip hat dann dazu geführt, dass das synthetische Material auch diese Formgedächtniseigenschaften hat, das ich Ihnen am Anfang gezeigt habe, also Bewegungsmöglichkeiten. Wir haben eine größere Festigkeit als das normale synthetische Material. Und wir haben eine Selbstheilungsfähigkeit, das heißt, das Material kann zerrissen, zerstört werden, dann bringe ich es wieder in Kontakt, warte eine Nacht und am nächsten Tag ist es wieder ausgeheilt. Also wir sehen, die Natur hat uns sehr gute Möglichkeiten schon vorgezeigt, wie wir sehr leistungsfähige Materialien produzieren können und die können natürlich wieder mit viel weniger Material viel größere Aufgaben leisten, damit sparen wir wieder Material und in der Hoffnung, dass natürlich auch solche selbstheilenden Materialien auch die Nutzungsdauer verlängern. Und wenn ich ein Material doppelt so lang nutze, wird es auch viel weniger in die Umwelt dann als Müll verbracht. Ja, wo wir auch uns anbinden, zum Beispiel arbeiten mit Lutz Ackermann, der, Sie haben vielleicht manche von Ihnen seinen Vortrag gehört, über die Katalyse, dass Katalyse an sich eine Methode ist, sehr leistungsfähig und mit wenig Ressourcen chemische Reaktionen durchzuführen, haben wir wieder versucht, unsere Polymere in dem Fall einzusetzen als Spezialverpackungsmittel. Also hier sind solche Palladium-Nanowürfel. Palladium kennen Sie vielleicht vom Katalysator, also das sind, also im Auto, sind Katalysatoren, die chemische Reaktionen befördern. Das heißt, in der Industrie werden heutzutage ja sehr viele oder fast alle chemische Reaktionen schon mit Katalyse durchgeführt. Palladium-Katalysatoren haben wir hier mit Polymeren eingepackt, kombiniert mit Siliziumschalen und wir sehen hier, dass wir hier diese Katalysatoren immer und immer wieder verwenden können, ohne dass sie sich verbrauchen. Normalerweise werden solche Katalysatoren nach dem fünften Zyklus dann irgendwann mal kaputt. Unsere können immer wieder verwendet werden, eben weil die so in diesen geschützten Verpackungspolymeren eingebracht sind, die dann entsprechend die Lebensdauer dieser Katalysatoren verlängern. Ja, den Vortrag möchte ich schließen. Natürlich gibt es auch andere Gruppen und andere Orte auf der Welt, wo an solchen Themen gearbeitet wird. Also die Polymerwissenschaft entwickelt sich nach und nach in die Richtung, dass versucht wird, immer diese Nachhaltigkeitsaspekte mitzudenken und natürlich auch als Wissenschaft hier Lösungswege für diese entsprechende enorme Verschmutzung der Welt mit Kunststoffen entgegenzutreten. Und ein wichtiger Aspekt ist natürlich auch wieder das Abbauen von Kunststoffen, nicht nur biologisch, sondern vielleicht auch mit menschlichen synthetischen Werkzeugen. Also dass ich am Ende einer Nutzungsdauer eines Polymeren mit einem Knopf einfach das Polymer wieder in seine Einzelteile zerlegen kann. Das ist ein Wunschtraum, dass ich nicht eine Sortieranlage in meiner Müllstation habe, sondern eine Depolymerisationsstation, die aus dem Polymer wieder den Ausgangschemikalienzustand macht und mit dem kann ich wieder neuen Kunststoff herstellen. Das sind Wunschträume der Polymerchemiker. Und da ist zum Beispiel auch von einer guten Bekannten von mir, Michelle Couty,
eine Arbeit dieses Jahr erschienen, wo Polymere kontrolliert wieder in die einzelnen Bausteine zerlegt werden können. Das ist natürlich noch mit entsprechender Vorsicht zu genießen, gelingt natürlich im Labormaßstab, aber natürlich ist es ein sehr vielversprechender erster Schritt, dass man Kunststoffe versucht, wieder kontrolliert abzubauen und in die einzelnen Bausteine zu zerlegen. Hier in dem Fall mit chemischen Methoden, also wie hier wird durch Zugabe von Chemikalien der Kunststoff wieder abgebaut. Hier in einer Arbeit, die letzte Woche erschienen ist von einer chinesischen Gruppe, wo Kunststoffe, die selbst aus natürlichen Rohstoffen, in dem Fall ist das aus Vanillin, hergestellt werden, die am Ende ihrer Nutzungsdauer wieder durch Licht abgebaut werden können. Muss man natürlich entsprechend dann die Anwendung sich überlegen. Das kann natürlich jetzt kein Polymer sein, das im Außenbereich genutzt wird, weil das würde dann sofort wieder zerlegt werden. Aber es gibt ja viele Bereiche von Polymeren und auch wenn ich die Möglichkeit habe, dann durch einen Lichtschalter das Polymer wieder in die einzelnen Bausteine zu zerlegen, ist man garantiert auch einen Schritt weiter. Also ich glaube, wir haben verschiedene Aspekte, um Nachhaltigkeit in der Welt der Polymere weiter zu denken. Wir haben funktionelle Polymere, also Polymere sollen nun mal eine wichtige Funktion erfüllen. Das ist jetzt nicht nur die Plastiktragtasche, sondern das geht bis hin zur polymeren Medizin. Diese Funktion muss aber nach und nach beinhalten, dass diese Polymere auch wieder abgebaut werden können. Wenn sie leistungsfähiger werden, brauche ich nicht so viel von den Polymeren. Das heißt, die Funktion muss einfach leistungsfähiger werden und die Nutzungsdauer von Polymeren muss auch länger werden, dass ich sie nicht so oft natürlich entsprechend wegwerfen muss. Und das spielt natürlich zusammen mit dem ganzen Aspekt der nachhaltigen Polymere. Das heißt, wir müssen neue Ressourcen erschließen aus natürlichen Rohstoffquellen, die genauso leistungsfähig und auch genauso billig wie Erdölressourcen sind. Wir müssen am Recycling arbeiten. Wie können wir Kunststoffe wieder abbauen, um entsprechend die ursprünglichen Rohstoffe wiedergewinnen und die Recyclingprozesse in der gesamten Welt der Polymere muss auch verbessert werden. Das heißt, Trennung von Polymeren muss verbessert werden. Das ist aber allerdings auch ein politisches Thema. Ja, damit bin ich am Ende meines Vortrags. Ich möchte allen danken, die in den letzten Jahren mit mir als Wissenschaftler gearbeitet haben. Ich bedanke mich auch ganz herzlich bei Michael Buback, der heute da ist, mein Amtsvorgänger, von dem ich so unendlich viel gelernt habe und dem ich jetzt nachfolgen darf hier und jetzt die Ringvorlesung halten. Und natürlich danke ich meiner Universität, der Alma Mater, dass ich hier an der Universität diese Forschung betreiben darf und hoffentlich und vielleicht einen kleinen Beitrag dazu leisten darf, dass die Polymere nachhaltiger und weniger umweltschädlicher werden. Vielen Dank.